Und damit herzlich willkommen zur Pokémon Rubin Edition. Und zwar hat das Ganze einen Grund, warum ich das mache. Ist nicht daran, dass, doch dieses Jahr vielleicht, ja, ich denke dieses Jahr, kommt ja noch Omega Rubin raus. Und da ich mir dann Omega Rubin holen werde, dachte ich mir, kann ich das einfach mal so zusammensetzen, dass ich dann jetzt auch die Pokémon Rubin Edition spiele. So. Sorry, dass du warten musstest. Boah, warte mal kurz, die Musik ist ein bisschen laut. So. Ja, das ist besser. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Das nennen wir ein Pokémon. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Die Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir dem Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse über die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung, genau das tue ich. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin jung. Fein, und wie heißt du? So. Ah, du bist also Aceron. Ja. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du heißt Aceron und du bist gerade nach Wurzelheim, in meinem Heimatort gezogen. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaften warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort. Ja, jetzt sind wir hier in einem Lieferwagen. Lass mich jetzt mal... Also, auch, um ehrlich zu sein, ich habe das... Auf der Kiste ist ein Pokémon-Logo. Es ist ein Umzugs- und Lieferservice. Ich weiß nicht, ob das auch bei Smaragd so steht, aber ich habe auf jeden Fall diese Generation, ich bin eher so ein Pokémon Feuerrot und Blattgrün Fanboy, aber ich habe bis jetzt kaum Rubin und Saphir gespielt, also meistens immer nur so angespielt, aber noch nie richtig zu Ende. Mutter, Aceron, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun sind wir im Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist es idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst ein eigenes Zimmer, Aceron. Lass uns hingehen. Siehst du, Aceron? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch etwas von... Dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Vati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Ach, macht er das jetzt mit jedem, oder was? Hier haben wir unsere eigenen Diener, ne? Boah, boah, boah. Was haben wir noch? Ja, okay, der schaut gerade Fernsehen an. Mhm. So, das ist unser Zimmer. Wow, das ist ja echt groß. Die Uhr ist stehen geblieben. Ich stelle sie besser ein und ziehe sie auf. Zeitreise. Keine Ahnung. Machen wir jetzt einfach mal so. Ach so, und wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist.
Notizbuch. Regel Nummer 1 für Abenteurer. Öffne das Menü mit Start. Regel Nummer 2 für Abenteurer. Speichere deinen Fortschritt mit Sichern. Die übrigen Seiten sind leer. Astron schaltet den PC ein. Was möchtest du tun? Itemlager haben wir jetzt, also da werden noch später vielleicht noch Items reinkommen, wenn ich keinen Platz mehr habe. Obwohl das eigentlich noch nie passiert ist beim Pokémon bei mir. Deine Briefbox, die sind eigentlich, finde ich, unnötig. Und Dekoration. Da kommen dann auch, kann man da so Pokémon-Puppen später bekommen. Oh, Astron, Astron, schnell, komm schnell her. Da, das ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Vati ist im Fernsehen. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Boah, Mann, ernst. Oh, ist schon vorbei. Ich glaube, Vati war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Vatis Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Er lebt gleich nebenan, daher sollst du ihn übergehen und dich vorstellen. Hat er nicht gesagt, die meisten Leute nennen ihn Professor Pokémon? Ja, das ist Wurzelheim. Ja, nichts Besonderes jetzt. Ja, aber naja. So. Gehen wir mal hier rein. Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Astron, unser neuer Nachbar. Hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Lauf doch mal die Treppe hoch. Woher weiß sie das eigentlich so genau? Mal gucken. Warte, würde dieses Programm gefallen. Ich beeile mich besser. Ist noch irgendwas? Nee, ne? Pokémon bei guter Gesundheit. Items verstaut. Fehlt noch was? Was? Wer bist du denn? Toll, dass wir immer so schweigen. Das ist echt eine krasse Antwort. Ach, du bist Astron. Du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Astron, und wir Freunde werden. Niemals! Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Vati noch helfen. Ein paar wilde Pokémon zu fangen. Astron, wir treffen uns später. Was hat die eigentlich so einen NPC? Das ist eine E-Mail von der Pokémon-Trainingsschule. Ein Pokémon kann bis zu vier Attacken lernen. Die Fähigkeit eines Trainers werden durch die Attacken, die er seinem Pokémon beibringt, erprobt. Hier ist auch wieder ein Gamecube. Ein Gameboy Advance ist angeschlossen. Geil. Stimmt doch gar nicht. Das ist ja auch ein Nintendo Gamecube-Player. Das sieht man doch. Weißt du, was findet ihr eigentlich ist die beste Konsole? Also ich fand ja bis jetzt ist es der Gamecube. Also finde ich, weil die Grafik, muss ich das mal vorstellen, was das für eine krasse Grafik war zu der Zeit. Ich kann am Ende dieser Straße jemanden schreien hören. Was soll ich tun? Was sollen wir tun? Jemand muss doch helfen. Hilfe! Hilfe, du da drüben, bitte Hilfe! In meinem Beutel, da findest du einen Pokéball! Der hier? Ach nö, ich hab keine Zeit. Oh, wow, wo willst du hin? Lass mich nicht im Stich! Okay, dann gehen wir halt mal durch so raus. Wow, wo willst du hin? Können wir auch hin? Nein. Okay. Gut, wir haben die Waldgecko Geckabor. Küken Flimli. Oh, der Lehmhüpfer Hydropi. Ich habe eigentlich mit Gewalt, mit Gekabor habe ich eigentlich schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Mit Flimli, das stirbt meistens sehr schnell. Und Hydropi,
Ah, okay, es kann Wasserattacken. Ich nehme mal ein Gigabohr. Ist es ein Pfiffchen, männlich, Level 2. Ein wildes Pfiffchen erscheint. Los, Gekabor. Gut, wir haben jetzt die Auswahl, Kampf zu drücken. Das sollte jedem bekannt sein, dass man dann dadurch kämpfen kann. Beutel, da sind die ganzen Items verstaut. Pokémon, da kann man das dann wechseln, wenn man mehr hat. Und ja, machen wir jetzt mal Fund. Setz Tackle ein, okay. Wir machen immer bei mehr Schaden. Obwohl, wir sind ja auch Level 5, das macht doch Sinn. Attacke von Pfiffchen gegen den Erden. So. Down ist er. 15 EP, wow. Professor Birk. Puh. Ich habe im hohen Gras Pokémon studiert und als ich angesprungen wurde, hast du mich gerettet. Vielen Dank. Oh, hi. Du bist doch Asseron. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm noch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Pädophil! Du bist also Asseron. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür dass du mich gerettet hast, möchte ich dir dieses Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Asteron erhält Gekabor. Nein, ich halte nichts von Kosenamen. Wenn du dich erstmal einmal mit Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, bist du bestimmt ein verdammt guter Trainer. Möchte ich wetten. Mein Nachwuchs, Maike, studiert an der Route 103. Hast du nicht Lust, Maike dort zu suchen? Nein. Ach, sei doch nicht so. Du sollst dich wirklich mit meinem Sprössling treffen. Nein. Oh Gott. Okay, dann ja. Großartig. Maike wird sich sehr freuen. Soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Okay. Gut, ich denke, wir bringen mal unser Gigaboy jetzt erstmal auf Stufe 6. Und dann gucken wir mal weiter. So. Ich denke, das wird nicht schwer sein, das mal auf Level 6 zu bringen, das Gigaboy. Dann mache ich nämlich auch damit den Part Schluss. So. Perfekt. Ein Zickzacks männlich Level 2 erscheint. Wir setzen Pfund ein. Euler. Angriff von Gigaboar sinkt. War nochmal Pfund. Setzt Euler ein. Ja, okay, das nützt aber nichts, wenn ihr die ganze Zeit Euler einsetzt. Oh, macht uns 3 Schaden. Aber gleich ist er tot. Nein, kampfunfähig. Oder doch? Sind sie tot? Okay, wurde besiegt. So, und schon haben wir Level 6 erreicht. KP um 2 gestiegen, Spezialangriff um 2, Spezialverteidigung um 1, Initiative um 1, Verteidigung um 1. Gigaboar lernt Absorber. Sehr schön. Na gut, und dann ist hier auch schon, denke, Ende mal mit dem Part. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr auf dem neuesten Stand sein wollt, drückt abonnieren. Hat mich sehr gefreut, dieses Spiel jetzt mal anzuspielen. Und der zweite Part wird auf jeden Fall folgen. Ciao, Leute.